So Leute, willkommen zu einer kleinen Runde Dragon Escape. Ja, das gab's ja seit gefühlt mehreren Monaten nicht, auch wirklich seit mehreren Monaten nicht. Und ja, ich spiele jetzt wirklich nach kompletten Monaten mal wieder eine Runde. Ich habe keine zum Barmachen gemacht, deswegen habe ich gedacht, probieren wir nochmal YOLO. Ich habe das ja ein bisschen gesuchtet sogar, das heißt, ich war hier echt nicht so schlecht drin. Mal gucken, ob ich hier jetzt immer noch brillieren kann. Das werde ich hier gleich raushören. Ich kenne noch die Routen sogar einigermaßen. Jetzt hacke ich schon wieder, weil ich jetzt mal gucken muss, wo es hergeht. Ich finde es gut, dass sie endlich mal die Spieler ein bisschen durchsichtig gemacht haben. Ich glaube, das ist schon länger sogar. Na komm, ich warte einfach den Jump Boost. So. Ja, läuft sogar gar nicht so schlecht. Ich weiß, dass Fruhell immer schwer war. Einigermaßen, also... aber doch, als ich später ein bisschen mehr gespielt habe, kam ich hier gut durch. Ja, auf jeden Fall hatte ich irgendwie mal Lust drauf. Deswegen wollte ich so mal eine Miniserie starten. Natürlich nicht mit einer eigenen Playlist, aber jetzt so für die nächsten Tage, wo ich mal wieder alte Spielmodi mal rausgraben will. Inspiriert wurde ich ein bisschen dadurch auch durch das Video mit AnyArt. Deswegen schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was für ältere Spielmodi ihr gerne mal sehen wollt. Alt ist natürlich hier relativ, das heißt alt, veraltet halt, was halt seit ein paar Monaten nicht mehr aufgenommen wurde. Oder sowas, ruhig auch ein Jahr. Bei allen Fällen würden wir zum Beispiel Trouble in Mineville oder sowas in dieser Richtung. So, wir haben anscheinend hier, die Spieler sind besser geworden, weil ich weiß, dass wenn ich hier so weit kam, immer ich der Erste war. Ich bin schon erstaunt, dass die Spieler, nein! Hätte ich das geschafft? Nein! 5, 4, 3, 2. Er hat's geschafft, nein! Oh Gott, hätte ich den geschafft, aber GG. Aber ich bin erstaunt, ich bin so weit gekommen am ersten Versuch seit nach Monaten. Also das ist jetzt hier echt gerade eine Leistung, finde ich. Ja, die haben ja auch eine neue Map gehabt. Die ist irgendwas mit Pirate, bla bla bla. Ich spiele auf jeden Fall die ganze Zeit Jumper, das ist das stärkste Kit. Ich fand die richtig schwer, ich fand die zu schwer. Also ich hatte da mal ein paar Mal, da noch genau, die hatte ich noch ein paar Mal gespielt. Die fand ich kacke, keine Ahnung, also ich fand die viel zu schwer. Aber naja, was soll man da machen? Ich weiß jetzt gar nicht, was der nächste Map kommt. Wir werden gleich sehen. Geht die Action ab. Ja, generell, also schreibt einfach rein, was ihr gerne mal so wieder sehen wollt. Also, ob ihr Lust habt, etc. Natürlich auch dazu, Server-IP oder was das war. Ja gut, bei manchen Sätzen ist es verständlich. Trouble in Mineville sogar, das kann man sogar mal in diese Folge machen. Habe ich schon, das hatte ich, glaube ich, mal wieder Lust drauf, wirklich nach Jahren. Das war ja wirklich das Minecraft-Spiel mit Survival Games früher. aber jeder Hype vergeht. Ich weiß gar nicht, ob es noch... Alter. Das war gerade... Hat, glaube ich, jemand schon Enderperle gejust. Normalerweise diese Map rushe ich immer durch. Also habe ich immer. Also ich weiß, ich habe da mal selber für mich Challenge gemacht, ohne einmal stecken zu bleiben, mir durchzulaufen. Also diese Map konnte ich echt in- und auswendig. So, zack. Ja, ich bin da hier echt scheiße gelaufen. Aber ich habe nichts gesehen. So. Zack, 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 so. Dragon Escape weiß ich immer, war ein schlechtes Diskussionsthema, weil man sich hier echt konzentrieren musste, um nicht runterzufallen. So. Ich, aber wenn ich mal überlege, wie lange ist es jetzt her, dass ich die letzte Folge gebracht habe, gucke ich mal, glaube ich, gleich nach. Interessiert mich einfach mal. Hoppa. Zack. Hatte auch jeder Dragon Escape ja gespielt, das habe ich gerade gesehen, waren nur zwei Server im Spiel. Also, echt nicht mehr los, aber... Gibt es ja vieles anderes. Das Survival Games von Mineplex wollte ich eigentlich auch mal immer angucken mir. Die machen ja alles etwas spezieller. Nein! Oh, jetzt habe ich Leertaste nicht gedrückt. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Mal gucken, ob es hier noch jemand schafft. Ich denke aber, ich habe mal kurz. Dann geht das schnell in eine neue Runde. Das wollte ich gerade, dann kann ich das direkt mal zeigen. Zack, zack, hier. Also eins in-game und hier. Aber noch eine Skylands-Runde, super, ich direkt rein. Ja, die haben hier sehr viel so Kosmetik-Stuff jetzt reingemacht. Man kann ja so Truhen öffnen, so random Zeug. Ist dann da drin, in der Lobby. Kann ich auch gleich mal vielleicht sagen, weil ich denke, das kennt ihr. Ja, wer den Server nicht kennt, das ist, Mineplex. Ja, IP ist auch natürlich in der Beschreibung. Und am Ende wollte ich auf jeden Fall nochmal das Nether Jump Run da machen. Ja, Leute, die sich auskennen, wissen schon Bescheid, was ich meine. Das, wo man nicht stehen bleiben darf. Ich denke, eine Runde try ich hier noch, vielleicht noch zwei. Also ich habe jetzt keine gesehen, wo Pirate Base, die glaube ich oder sowas irgendwie war. Also ich fand die echt zu schwer. Also die konnte man nicht schaffen. Ich habe auch nie eine Runde erlebt, wo jemand nur in die im Hauch in die Nähe kam. Ich wusste auch, ich fand den Weg auch komplett kacke. Man kommt kaum erkennen, wo man wirklich jetzt her muss. Also das hat aber auch niemand geschnallt richtig. Weil hier hat man einen geraden Faden. Man soll natürlich, ich finde das cool hier, man hat so ein bisschen eigene Möglichkeiten, wie man so vorgehen will. Und das ist auch gut so, das. Aber nicht, es soll nicht so ein, ja...
so ein Gedusel sein, wo es dann schon einen festgelegten Weg gibt und man den dann erstmal nach 1000 Spielen rausfinden muss. Boah, das war jetzt blöd, dass ich den gefällt hatte. So, ja, rechts im Scoreboard, lasst euch nicht verwirren, das habe ich auch am Anfang. Das hatten sie mal geändert, eigentlich was andersrum, aber ich finde es blöd. Die 1 unten ist auch der erste, nicht der oberste Platz, sondern der unterste. Das ist der erste Platz, also ich bin gerade ganz weit vorne. Zack, 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 so. Boah, das war knapp, da bin ich, glaube ich, nicht gut gejumpt. Ich habe auf jeden Fall noch 2 Jumps. Den hatte ich falsch gemacht. So, jetzt komm. So, hier die Stelle ist auch nicht so easy. Hier, diese Jumps hier. Ja, jetzt hat man es eigentlich schon geschafft. Die wende mich jetzt einfach. Gut, das sollte ich eigentlich geschafft haben soweit. Gut, man kann immer noch runterfallen, aber der ist ja auch kacke. Gut, dann haben wir den jetzt. Kommen recht viele einfache. Weil ich noch und ganz hinten der letzte, der ist kacke. Dafür hebe ich mir immer noch einen auf, einen Jump. Die werden jetzt ein bisschen schwerer noch und ja, haben wir es auch geschafft. Sehr schön. Bin ich doch noch in Übung drin. Und so, dann gehen wir mal ganz kurz in die Lobby, dann machen wir nochmal das Nether Jump an. Das wollte ich auch unbedingt mal wieder machen. So. Was auch mal lustig war, kann ich so eine kleine Geschichte noch erzählen. Das war jetzt aber auch schon ein bisschen, ne? Ich weiß gar nicht, das war jetzt ja, ein paar Monate, als ich das letzte Mal so gespielt hatte eigentlich. Genau, da hatte ich Pirate Bay, weil die neue Map kam, genau, das Jump mal meine ich. Da war ich dann ein paar Mal Erster geworden bei Sky Islands und diesem Nether-Teil. Und dann hat er sich ein User richtig aufgeregt. Boah, Dump, Vips, was bin ich überhaupt von Rang? Ultra bin ich. Ultra? Ich, keine Ahnung. Achso. Ich muss den rechts klicken. Ja, auf Enter the Parcours und so. Man darf hier halt nicht stehen bleiben. Und da hat sich ein User richtig aufgeregt. Dump, VIPs, you pay money and you get, was heißt Vorteile? Ich habe keine Ahnung. Also ich mache direkt mal die Übersetzungsversion. ja, du kriegst halt irgendwelche Vorteile, du Penner. Und alle VIPs hier sich erkaufen, den Server richtig behindern. Und dann habe ich den wirklich 10 Minuten versucht zu erklären, dass man keine Ingame-Vorteile hat hier. Das heißt, dass man bei Dragon Escape nicht schneller vorankommt, wenn man, ja, irgendwelche VIP-Features hat. Oh, ich habe es beim ersten Versuch geschafft. Toll. Okay, ich brauche jetzt hier so mehrere Versuche, kann noch reden. Ja, toll. Ich bin so gut, Leute. Es tut mir leid. was gab es denn noch von Jumpline? Lassen wir mal auch noch. Oder wir spielen noch eine Runde Dragon Escape. Ah, genau. Ich weiß noch, was wir spielen. Wenn wir schon bei Dragon Escape sind, können wir mal Dragon spielen. Das war immer göttlich. Da kann ich auch noch eine Geschichte dazu erzählen. Hier so die alten Geschichten auskamen. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem es war. Ich habe aber mit irgendeinem gespielt, den habe ich da richtig getrollt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hatte ich da immer richtig getrollt mit. Oh, toll. Bin gerade gejoint und startet das Spiel. Das ist natürlich unlucky. So. Dragons. Skyship, so. Was nehme ich für einen Perk? Ich finde den... Den hier finde ich eigentlich mega lustig. Mit dem habe ich auch immer getrollt. Also, erstmal das Ziel des Spiels ist es, da fliegen, glaube ich, gleich 5 Ender Dragon rum. Und die jagen halt uns. Und die machen halt immer mehr Blöcke kaputt. Und darunter ist Wasser halt. Und wenn man ins Wasser fällt, ist man tot. Das heißt, man muss da irgendwie überleben. Und ja, auf jeden Fall. Oh, ist eine Melone. Und auf jeden Fall ist es so, dass der Pyrotechniker kann Emeralds hinschmeißen. Und dann fokussen die Drachen den. Das heißt, das kann man machen und dann gehen die dran dahin. Das ist halt, um einem abzulenken oder andere halt runterzuhauen damit. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr, bei wem es war, aber ich habe auf jeden Fall dann so eine Stelle gesehen und habe gesagt, so, ich bin Pyrotechniker und wenn ich einen Emerald lege, dann wird für 10 Sekunden diese Stelle nicht von Enderdrachen angegriffen. Habe ich das dann gesagt und dann hat sich die Person da immer zu den Emeralds gestellt und habe ich mich so künstlich aufgeregt darüber, dass es voll buggy wäre und sowas, weil dann die Person direkt runtergefallen ist. Ich überlege echt die ganze Zeit, weil ich habe es auf jeden Fall gemacht, also bei mehreren gemacht, immer wenn ich mit anderen Leuten das gespielt habe, erstmal getrollt mit Pyrotechniker. Das fand ich mega lustig. Das war auch nice, ne? Das war echt cool. Das hat wirklich Bock gemacht. Gucken. Ja, auch wenig los, es wird nicht so viel mehr gespielt. Also Dragons wurde, glaube ich, nie richtig viel gespielt. Aber Dragon Escape natürlich. Das war auch ein cooler Modus, also mit dem Jump'n'Run und sowas. So, man hat so 2 Ziele, erstmal von den anderen ankommen oder überhaupt ankommen. Und dann natürlich gleichzeitig von den Enderdrachen weglaufen. Überall die Effekte hier. Kann ich irgendwas aussuchen? Ich habe doch auch so welche Guns, oder? Wow, Gadgets. Ja, da habe ich doch. Wusste ich doch. Ja. Battle Launcher, ja, habe ich aus diesen Truhen da gewonnen, welche ich erwähnt hatte. Was habe ich hier noch?
Activate Pet Bed Blaster. Machen wir mal den. Jö. Das ist ja cool. Was geht los? Ich geht los. So, dann zeige ich euch jetzt, ja, hier ist noch ein Schiff und dann stehen wir halt hier. Und da kommen gleich alle Ender dran. Ich frage mich nur, woher. Ja, die kommen gleich. So, auch hier hat man einen Double Jump. Ah, ne, hat man nicht. Man hatte hier nochmal einen Double Jump. Dem bin ich mir sicher. Ja, man hat die Axt. Haben die die entfernt für Pyrotechniker? Lel. Das Pyrotechniker hatten früher auch, glaube ich, eine Axt. Ja, und dann wirft man die. Und dann werden ja die Ender doch da drauf gehen auf diese Stelle. Ja, da habt ihr es gesehen. Hoppa. So, was ich hier ein bisschen nur blöd finde, ist, dass man Fallschaden kriegt. Das finde ich kacke und unnötig. Also, das hätte man lassen können. Okay, mein Sneaken bringt mir aber nichts. Ich denke, ich werde mal den Kollegen da hinten mal, jo, und tschüss. Oh, jetzt hochkosten die da unten noch die Stelle, wenn er da runtergeflogen ist. Ich bin hier gerade recht gut. Ich hoffe, kein Enderdrache fokust mich. Dann sollte ich ja eigentlich etwas ausfahren können. Ja, da seht ihr halt, man, die Landschaft schön kaputt. Auf jeden Fall eigentlich ein lustiger Spielmodus. Macht auch Bock, mit Freunden hier mal eine Runde zu überleben. Ja, zack, wo sind die? Da habe ich einen Müll. Ich schmeiß den einfach nach da hinten. Die sollen einfach weg von mir. Da unten ist er. Los, geht da hinten hin. Sehr schön. Ich überlebe immer noch. Wenn mich hier jemand trifft, kann ich aber immer noch gut nach da unten springen. Also ich habe hier eine recht sicher. Also er fliegt von da unten so hoch. Das wäre natürlich unangenehm. Und noch lebe ich noch. Wie viel Leben noch? Da sieht man es rechts. 5 Stück Leben sogar noch. Opa, opa. Genau das meine ich. Und geht mal nach da hinten. Oh, kacke. Ich habe den da unten geworfen. Egal, geht unten. Da seht ihr, wie die ganze da unten gehen. Auch praktisch. Ja, auf jeden Fall ein starkes Kit, finde ich. So, wenn ich jetzt hier runter geschleudert werde, muss ich mir vorbereiten, dann werde ich, glaube ich, nach da unten gehen. Und danach wird es eng werden. Wo sind denn die anderen? Aha, da hinten ist einer. Ich glaube, ich spare mir die mal kurz. Für bremsliche Momente. Oh Gott. Man kann, glaube ich, 2 anstecken. Also 2 Emeralds. Also Sparkles. Und dann 2 muss ich auf jeden Fall mal einwerfen. Oh, da hinten, die sind alle auf der anderen Seite. Das ist mega praktisch. Weil wenn 3 Spieler auf der anderen Seite sind, werden natürlich die mehr gefokust als der eine. Aber ich denke, ich werde das jetzt hier wegsparkeln. Los, geht ins Nichts. Ja, es funktioniert echt gut. Hier in die schöne unten. Habe ich, ja, freut mich dann immer. Ja, da seht ihr, da unten gammeln die. Macht der andere auch. Das ist eine gute Taktik. Oh, ich liebe jetzt nur noch mit dem anderen Pyrotechniker. Das ist jetzt wirklich... Oh, oh, oh. Da wurde auch seine letzte Stütze abgeworfen. Das ist schon ganz unten. Oh, da hat er nochmal... Hopp, 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 hopp. Ui, ui, ui. Da will er... Ah, da will er ein bisschen abhauen. Wir beobachten den mal. Lange hat mich kein Ender mehr gefokust, also nicht weghauen wollen. Das ist recht praktisch. Ich fliege einfach die ganze Zeit. Ja, gut. Ein bisschen besseren Halt. Oh, 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 oh. Ah, er lebt immer noch. Oh. Er liegt daran, weil ich immer wieder gut die runterwerfen kann. Ich möchte halt schön vom... Oh, na, ich habe noch eine Stütze. Aber ganz eng nur noch. Boah, wie viel wenig hier noch da ist von dem ganzen Schiff. Auf den Wolken hier der eine in der 3. Jemand hat ja eben die Wolke auch schon weggemacht. Boah, wie die alle da unten sind. Na komm, ich bin gespannt, wer das hier als letztes überlebt. Ich oder er? Oh. Oh, 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 ja, 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 ja. Damit hat sich... Oh, oh mein Gott. Der wird aber erst runterfallen. Ja. Oh mein Gott, das war ja eine Sekunde. Der war eine Sekunde vorher runtergeflogen. Oh mein Gott, Mann. Ja gut, das Glück ist bei den Dummen. Ja, nice. Das war cool. Ja, ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen. Hat mega Bock gemacht auch wieder. Ja, Spielvorschläge, weitere in die Kommentare. Und ja, könnt ihr selber mal eine Runde spielen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Und hupp.